Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Teil Real Farming LS19 Meets Reality. Mit dabei ist der Volker. Servus Jürgen. Schule geschmeckt? Jo, war okay. Nächstes Mal bitte ein bisschen weniger Butter, ey. Dann krieg ich ja Fäule. Du. Jo. Fährst du denn den Dinkel noch weg? Kann ich machen, ja. Achso, ne, warte mal. Du könntest wegfahren, ich fahr hoch. Ist Ja, mir. okay. Fährst du deinen eigenen Scheiß weg? Ja. Finde ich auch besser. Ey. Warte mal, arbeitet der vom LU da drüben schon? Wollte ich nicht. Sitzt da einer drin? Ja. Ah. Ja? Kein Bock. Kann mal gucken, was der macht. Ah, Stundenlohn berechnen lassen. Ja. Ey! Fahr mal los hier! Alles frisch oder was? Der chillt hier auf seinem Trecker und fährt nicht los. Hm? Der vom LU, ja, der hier sorry. Im Fan sitzt. Ey, dafür für die halbe Stunde zahle ich jetzt aber nicht, ne? Nee, bei uns wird nicht nach Preis bezahlt, bei uns wird nach Fahrt bezahlt. Ja, vorwärts fahren wäre ganz gut. Ja. Hinten senken und anmachen. Ja, genau so geht das. Da brauchen Sie mir nichts zu sagen, ey. Ja, nicht vorne senken, hinten. Meine brauchen Sie mir nicht zu sagen. Das ist die modernen Geräte, ey. Ja, so. Das richtige Knöpple drücken ist schon wichtig, ne? Ecco mio, ey. In der Richtung überfahre ich sie. Ja, ein bisschen links lenken. Ja, links, weiter links. Noch ein bisschen links. Noch ein bisschen links. Ja, jetzt. Jetzt haben sie die Spur gefunden. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Eieiei, dass man dem auch alles sagen muss, ey. Hätte das Gewicht nicht hochgehoben, hätte dir das Feld auch noch umgeflüscht. Dafür hätte ich dann aber nicht gezahlt, das sage ich dir. Okay. Gut, dann danke ich dir schön fürs Ausleihen, ne? Jo, kein Ding. Bis dann, tschö. Tschö. Oh nee, ist mein Tempomat schon wieder kaputt oder was? Nee, jetzt geht's. Dann fahren wir mal gerade den Dinkel noch zum Edeka. Dann müsste die ganze Geschichte passen. Was ist er? Der schlingert aber ganz schön hier, der Johnny. Was habe ich mir denn da für ein Feld angetan, ey? Ist ja Unkraut drauf. Ich kann mal das LU anrufen. Keiner da. Mist.
Hey, was ist denn das hier? Vergammelter Mond oder was? Dreht habe ich irgendwie ein paar kleinere Performance-Problemchen. Mein Ping ist relativ hoch. Gelegentlich. Um die 50. Manchmal auch noch höher. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Weiß aber nicht, woran das liegt gerade. Läuft eigentlich nichts außer LS. Das ist jetzt gerade mal ein bisschen an, damit ich das ein bisschen im Auge habe. So, da müssen wir weit genug vorfahren, dass wir da mit der Höhe kein Problem kriegen. Gut. So, 29,3 Nummer, können wir notieren. Schreibt der Schreiberling nicht. Bam, das macht zusammen 61.200 für den Dinkel. Folge war Huna, hallo. Moin. Hi. Hey, scheiß Technik, ey. Wolltest du dir nicht noch so einen kleinen Anhänger voll mit Diesel holen? Jo. Wenn du willst, kannst du zur Raffinerie rüberfahren. Ja, könnte ich gleich machen. Rufst du an, wenn du auf dem Weg darüber bist, dann komme ich auch rüber. Jo, ich bin jetzt noch in Grünstedt, ich komme jetzt rüber, wir fahren zu mir und dann fahre ich hoch. Okay. Gut, dann mal bis später. Bis später. Tschüss. Das ist gut, das ist gut. Diesel brauchen wir nämlich. Der Johnny hier, der bräuchte mal einen kleinen Tank voll. Ein bisschen was am Hof stehen haben, ist sowieso nicht verkehrt. Hallo nochmal. Schon mehr so. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo Neumi, alles klar bei dir? Jo. Du, ich bräuchte mal nochmal einen Pflanzenschutz. Auf nein. Feld. Wie nein? Pflanzenschutz. Jo. Ja, muss ich mal kurz gucken. Ja, haben wir. Jo, Feld 81. Also, von euch. Dass ihr das macht. Ach so, ja. Oder wenn ihr keine Zeit habt, dann komme ich vorbei und hole das Equipment. Wenn das geht. Ich schick einen vorbei. Jo. Er soll einfach mal drüber fahren und dann schickst mir die Rechnung. Jo, so. Mach ich. Danke, tschüss. Tschüss. Gut. Dann wäre das auch geklärt. Das ist schon mal ganz gut. Weil sonst bringt uns das Feld nicht viel ein an
an Ernteertrag. Und dann da rennen da lauter Vögel auf der Straße rum. Und da muss ich mich auch mal drum kümmern. Okay, der fährt noch das Stroh ab. Wenn der das Stroh abgefahren hat, dann muss ich gucken, dass ich muss ich mal gucken, ob ich da düngen muss, kalken muss, pflügen muss, was auch immer. Und ich wollte auf jeden Fall heute noch ein Angebot schreiben. Ein Angebot schreiben für Kartonpaletten. Dann holen wir uns den Anhänger. Dann passt das erstmal wieder. Alter, das kleine Ding hier. Aber was ihn Jürgen auch noch fragen muss, ist, ob er mir die Pacht abgezogen hat oder ob ich die Pacht schon bezahlt habe für das Feld. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Mal gucken, ob der schon da ist. Hallo? Jo, Jürgen, ich dachte, du bist hier. Komm jetzt, bin auf dem Weg. Okay. Bin quasi da. Ja, ja, quasi. Ja, ich bin auf dem Feldweg hier drüben. Ah, okay. Jo. Bis gleich, tschö. Bis später. Okay, dann warten wir mal. Mist, ey, ich dachte, wenn der jetzt nicht da ist, dann kann ich einfach mal da vorne, warte mal. Kann ich da trotzdem kurz? So, warte mal. Kurz mal den Trecker aufgetankt. Das merkt er bestimmt nicht.
genau. Folge war ohne, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Jo, was los? Ich hab nur eine Info. Also, der Richter wird auf dich demnächst zukommen. Erstens, weil er im Führerschein seine Führerscheine neu machen muss. Lol. Ja, die wurden soeben alle entzogen. Dem Polizist den Führerschein genommen, okay? Ja. Und er wollte sich beschweren, da laut Gesetz er mit dem großen Traktor auch schon ein... Bin am Telefon, Jürgen, muss kurz warten. Jojo. Ja, weiter. Dass er ein Anhängerführerschein also gleich mit hat. Und da wollte er sich beschweren, dass du ihm das nicht beigebracht hast. Also als Fahrlehrer. Okay, darf er gerne tun. Ich glaube, der checkt nicht, wie das läuft. Ich sag dir das nur mal, ne? Okay. Jo, passt. Vielen Dank. Bitte. Bis dann. Achso, bin einer ist unterwegs zu deinem Feld. Ja, passt. Tschö. Tschüss. Moin. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.